Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben schon fleißig hier. Salon. Salat. Für heute Abend. Gemacht. Und wir haben ja gestern. Was ist die denn? Ach, da ist ein Bärlauchbutter. Das ist das Beste, was es gibt. Ja. Auf jeden Fall sieht das Wetter so aus. Und ich würde mich jetzt gleich mal an meinen Sport machen. Und ja, würde mal sagen, ich melde mich dann wieder, wenn ich mit dem Sporttraining vorbei fertig bin. Und wir sehen uns dann später nochmal. Vielleicht am nächsten Ort, vielleicht auf einem anderen Ort. Vielleicht wo ganz anders. Morgen ist der Automeile bei uns. Würde ich euch mitnehmen. Ich würde morgen nämlich unbedingt in die Stadt. Season, Saturday, so if you're a buff guy, like a many buff guy, just a man and buff guy, and a bad guy. Morgen gibt es heute geschnitzelte, noch Züricher Art. Ein bisschen was essen, als vom Fleisch her eher nicht so viel. Dazu gibt es Reis und Salat, Kohlenhydrate und Energiepower pur. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns später wieder. Tschüss! So, Leute, Sporttime ist ready und ja, heute gar nicht geschminkt, obwohl man denkt so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch heute noch nicht die Ergebnisse, also das im Moment steht Mainz 05 gegen RB Leipzig 1-2, also 2 für Leipzig und ein Tor für Mainz. Ich wollte euch mal sagen, wer morgen und übermorgen spielt. Es ist ja jetzt, glaube ich, schon erst im Moment der, ich glaube, 2 Spieltage sind da noch ab heute und auf jeden Fall spielt morgen Bayern München, FC Bayern München gegen Hannover 96. Die erste gegen den letzten. Also entweder schafft es 96 oder auch nicht. Keine Ahnung, we don't know it. Ich sage einfach ganz klar 5-0 für meinen Verein Bayern München. Wenn man Bayern München Fan ist, dann ist man das und bleibt so. Borussia München-Gladbach spielt gegen Hoffenheim. Und Hertha gegen Stuttgart, VfL Wolfsburg gegen FC Nürnberg, das heißt auch Vorletzter gegen Wolfsburg ist im Moment 7., wenn ich mich nicht recht irre. Und die können ja Europa League spielen, das ist ja so gut gegen Leverkusen letzte Woche. Das war ja, gegen Hoffenheim haben wir ja letzte Woche 4-1 gespielt. Alter Schwede, ich hätte nie so gedacht, wirklich Leute. Nie im Leben. Dann spielt um 18.30 Uhr, also das sind wir nicht um 15.30 Uhr, um 18.30 Uhr spielt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Also gegen BVB natürlich, Werder Bremen. Was ist grün und stinkender Fische? Werder Bremen, ach du Schisse. Auf jeden Fall spielen die morgen gegeneinander. Warte. So, da bin ich wieder. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Schluck trinken. Ich werde euch später natürlich auch noch eine kleine Abendroutine zeigen von mir. Ich muss aber später noch was kurz machen. Meine ganzen Anträge und so musste ich vorher noch ein. Es war heute ein bisschen stressig, der Tag. Aber ich bin froh, dass er vorbei ist. Ach, hier ist mein kleiner Haargummi. Auf jeden Fall Bremen gegen Dortmund. Jo. Und wir haben um Sonntag Schalke 04 gegen Augsburg. Da freue ich mich mega, weil Schalke momentan wieder voll in Land ist. Nachdem sie das Derby 4-2 gewonnen haben, Leute, hey, das war auch so krass. Ich hätte nie gedacht, dass das Derby in Nordrhein-Westfalen, also das, wie nennt man das nochmal? Oh, ich hab's vergessen, ist ja egal. Auf jeden Fall spielen sie um 13.30 Uhr. Es sind 3 Spieler am Sonntag. Um 15.30 Uhr spielt Freiburg gegen Düsseldorf und um 18 Uhr, da haben wir schon wieder, Leute. Ich finde es dermaßen blödsinnig. 3 Spiele zu 3 verschiedenen Uhrzeiten. Also ich will ja nichts sagen, Bundesliga, ne? Aber Bayern 04 gegen Frankfurt, Leute. Es steht 2-1, wie gesagt, für Leipzig im Moment in Mainz. Also das wäre ein Auswärts-Tor.
top und wir sehen uns dann später wieder. Tschüss! So Leute, ich wollte mich nur ganz kurz nochmal melden. Und zwar, es hat sich alles umgedreht. Und zwar, Mainz 05 hat gegen RB Leipzig 3:3 gespielt. Ey, das ist unfassbar, dass die das noch so schnell gedreht haben, die Mainzer. Es stand ja zur Halbzeit 2:1 und habe ich dann geguckt, dann stand es 3:1. Also hat Mainz noch 2 Tore geschossen. Richtig, richtig krass. Hätte ich niemals gedacht, dass die das nochmal so umdrehen. Also Mainz, dafür muss ich echt mein Kompliment aussprechen. Leute, wir sehen uns morgen zu einem neuen Daily Vlog. Ein bisschen spannender, weil bei uns ist nämlich Automeile. Und wir wollen dann noch zum Chinesen gehen, wo ich aber nicht filme, weil ich dann mit ein bisschen anderen Leuten bin und so. Wir sehen uns aber trotzdem morgen, Leute. Peace up und good night.